Guten Morgen. Wo bist du? Hier. Yeah. Ja. Okay. Er muss gleich wieder Gas geben. Heute Sonne, das ist schon mal ganz geil, aber auch nur 2-3 Stunden. Und dann geht's. Heute geht's nach Egesdorf, nach Hanstedt, zurück. So einen ganz kleinen Touch Lüneburger Heide. Das heißt wenige Stops, viel Pause für die Drohne, ne? Viel Sonnenschein. Viel Pause für die Drohne. Ganz viel Pause für Pascal und die Drohne. So. Also wir ballern jetzt durch Jesseburg, so wie es ausschaut gleich. Und es sind natürlich, ich glaube, 2,5 Grad stand eben im Auto. Torben macht wieder kurz. Immer kurz. Läuft bei ihm. Heute ist auf jeden Fall, glaube ich, mehr Gravel dabei als gestern, wo wir nur Straße gefahren sind. Wunderschön. Mein einziger Handelsstopp heute. Edeka Konrad in Hanstedt, danach noch einmal Egesdorf, naturverliebt, 50 Kilometer, 2 Stops. Kann man machen. Kann man machen. So, eben mit Herrn Konrad gesprochen. Edeka Konrad ist dabei, hat sogar schon gesagt, 100 Euro sind im Topf, mega cool. Jetzt gehen wir trotzdem noch einmal ganz kurz ans Schnapsregal, weil hier werden wir definitiv auch nächste Woche Lakritz ausliefern müssen. Und hier haben wir Leonhard Korn und guck mal hier, Bloody Butcher. Also wir haben bei Edeka Ziegler in Harburg und hier bei Edeka Konrad noch Bloody Butcher. Also wer das nochmal, diese Rarität noch einmal genießen möchte, ab zu Edeka Konrad. Nicht zu vergessen, bei Edeka Konrad gibt es natürlich auch diesen Leonhard Korn Aufsteller mit allem drin. Und ab nächster, übernächster Woche auch Lakritz. Keine Ahnung, wo wir sind, aber hier geht's nur bergauf. Das hat mir keiner gesagt. Bin schwer enttäuscht von deiner Tourenplanung. Er hat dich gefragt. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig schöne Tour bis hierhin. Also Hanstedt und dann Richtung Egesdorf, durch die Wälder, bisschen Gravel, bisschen Straße. Schon sehr cool. Also es macht auch bei so einem Wetter deutlich mehr Spaß als bei Regen, Hagel, Gegenwind, oder? Absolut. Eigentlich ist ja das Geile an Bergen, dass sie hochgehen und dann auch wieder runter. Hier geht es jetzt seit Hanstedt nur hoch und ich habe jetzt den Motor angemacht. Das ist mir, erkennt man natürlich auf dem Video nicht, aber das ist, wir sind hier in Norddeutschland. Das gibt es eigentlich gar nicht, oder? Was sagst du? Für dich natürlich wieder kein Problem, Bergziege. Ist das dieser Berg hier, von dem du gesprochen hast? Ja, der Hügel. So. Ja, doch, ich denke es auch. Weil ich gleich umkippe, glaube ich. Ach, weil du zu langsam fährst? Ja. Dann gib doch Gas. Ja, genau. Aber von der Natur ein Traum. Bin ich hier in Harz oder was? Ich geh schon wieder hoch. Einfach nur geil. Nur schön. Diese Tour fahrt die unbedingt nach.
geht endlich mal ein bisschen bergab. So, 30 Kilometer, genau die Hälfte eigentlich, und wir kommen jetzt hier bei Naturverliebt an. Da können wir nicht wirklich filmen, das ist nämlich ein Privathaus. Ich werde aber klingeln und gucken, ob Julia da ist und dann den Spendenzettel abgeben. Oh. Das ist dieser Moment, wenn die Hose im Sattel hängt. Findest du witzig, oder? Jemand verletzt. Ja. Halt fest. Ja, die sind auch dabei. Naturverliebt. Auf jeden Fall fanden die Aktion cool. Tor zu. Naturverliebt, die macht sehr, sehr geile Produkte. Alles in Handarbeit. Und stellt das auf verschiedenen Märkten aus. Ist auch in verschiedenen Läden mit ihrer eigenen Marke. Aber hat auch zum Beispiel immer Leonhard Korn geiles Ei auf Lager. Und hier hast du zum Beispiel auch hier in Egesdorf einen kleinen, ja, Laden, wenn du so möchtest. Kannst du mit PayPal zahlen oder bar. Auf Vertrauensbasis, finde ich immer mega cool und sehr, sehr lecker. Auch gerade der, ich muss nochmal, Heideboost heißt er, glaube ich. Den hat sie hier stehen. Das ist Apfelrote Betesaft und der schmeckt sehr geil. Übrigens auch mit Schnaps, also mit Korn. Jetzt geht's weiter. Kein Stopp mehr. Nur noch nach Hause. Durchballern. Durchballern. Ja, Mann. Ja, Mann. Hier rein in die Materie. Und ich mache jetzt aber noch mal kurz 2 Minuten Pause. Ja, also Torben kauft sich jetzt eine Flasche Heideboost. In der Flasche oder wie? Und steckst sie da hinten rein oder was? Ja. Weiß ich noch nicht, wo ich die hinpacke. So, Torben hat sich jetzt eine Flasche Heideboost gekauft. Gucken wir mal, ob wir die mitnehmen können. Der Boost muss mit. Ja, stark. Also hier haben wir definitiv das Schlimmste vor uns. Bergauf, Kopfsteinpflaster, dazwischen loser Sand. Es ist ein ganz kleines bisschen herausfordernd. Hoffentlich ist es. Ja, Mann, der Typ ist aus der Puste. Wir haben ihn aus der Puste gekriegt. Ich atme. Das war so anstrengend hier hoch. Und er hat gepustet. Und die ganze Zeit redet er immer nur davon, was für eine chillige Radtour das mit mir ist. Und er ist aus der Puste. Nice. Auf der Tour. Wunderschön. Also allgemein die ganze Tour, checkt die mal auf Komoot aus, weil die ist echt sehr zu empfehlen. Aber auf keinen Fall mit einem Rennrad, eher Gravel und Mountainbike, aber super schön. Ja.
So, wir haben das vierte Mal in dieser Challenge die 50 Kilometer erreicht. Blöd ist nur, dass jetzt noch 10 vor uns liegen, weil wir uns einmal kurz verfahren haben. Aber es ist eine unfassbar schöne Tour. Also die Hanstedt-Egesdorf-Tour definitiv mal bei Komoot nachfahren. Macht richtig, richtig Laune. Ist aber auch ziemlich bergig für unsere Region. Also da geht's gut hoch und runter. Aber auch eine coole Gravel-Strecke mit absolut wechselndem Untergrund. Also macht echt Laune. Kann man nichts anderes zu sagen. So schön die Tour auch gestartet ist. Ich liebe ja diese Abfahrt hier Richtung Jesseburg aus Eckel heraus. Müssen wir sie jetzt hoch und das kurz vor Ende, was echt nochmal ein bisschen Überwindung kostet. Aber wir kämpfen uns jetzt den Weg hoch. Und dann haben wir es geschafft. Tour Nummer 4 ist dann Geschichte. Aber ich glaube, ich werde sie nochmal fahren irgendwann. Freunde, wir sind quasi gleich da. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben 60 Kilometer gefahren. Wird jetzt hier leider nicht angezeigt, weil es jetzt am Ende nochmal bergauf geht. Aber hey, das erste Mal 60 Kilometer. We made it. Geschafft. 3 Stunden 20 Fahrzeit und wir rollen auf den Hof. Feierabend. Und jetzt wird erstmal, ich glaube, heftig gechillt. Ist ja Samstag. Schön war's. Wir sind back. Nice.